Ja, ich... Oh! Entschuldigung. Tschüss! Lass mich dir erzählen, wie alles kam. Ganz so wie sonst ging heute die Sonne auf. In einem Seidenkleid aus roten Wolken und goldenem Schmuck. Wie eine Königin. Die reichen Leute lagen noch und schnarchten in ihren Betten. Von den Kirchen rief der erste Glockenklang zur Morgenmesse. Und dann fing es bei uns zu Hause an zu jammern. Miau! Miau! Ach, liebster Katermann! Hutschiki Mutschi! Ach, ich komme nieder und mit einem Satze sprang der Kater auf und lief so schnell ihn seine Beine trugen zu seinen Vettern, zu seinen Anverwandten und erzählte ihnen, was geschehen würde. Also, ich weiß nicht, was für Katzenvolk das ist. Bescheid, sie sind im Mohrenland geboren, mauzen dir ein tolles Kauderwelsch, das weder Kastilianisch noch Latein. Zuerst traf eine alte Witwe ein. Ich glaube fast, es war die Urgroßmutter. In einem schwarzen Fell mit weißen Tupfen. Ganz dürr und mager war sie. Doch sie trug den Kopf so stolz wie eine Herzogin. In ihrem Bäuchchen hielt sie ein Stück Butter und trug es behutsam zu der Wöchnerin. Und dann nahm sie Platz und schaute ernsten Auges die junge Mutter an. Die aber wand sich und krümmte den schweren Leib und schrie so schrill und gotterbärmlich, au, dass die Leute auf dem Platz zusammenliefen. Ja, und denk dir nur, 6 süße kleine Kätzchen hat sie geboren. Sauber und zart sind sie in ihrem samtweichen Fell. Die Pferdchen werden müssen sie die allerschönste Märchenkutsche ziehen. Nicht runterfallen. Und bald kamen von den nachbarlichen Dächern, von den Speichern und den Altanen alle Freunde und Anverwandte herbeigeeilt. Und alle hatten sich so schön frisiert, sich die weißen, goldgetigerten Fältchen gegenseitig abgeleckt. Ich sagte, sie waren anzusehen wie aus dem Laden. Und jeder Gast brachte mit sich ein Geschenk. Eine halbe Wurst, ein Stück Ziegenkäse, ein Herz aus Zuckerteig. Und bald tanzten sie um das Wochenbett herum. Einzeln, zu zweien, zu fünfen ist wie Fringereien. Ich sag dir, wenn du sie siehst, dann wirst du denken, er ist ein Gassenbubion. Viel näher du musst sie dir anschauen. Ja, jetzt komm und bring der Hohenwöchnerin auch deine Wünsche für die Kleinen. Jetzt komm schon!